Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt vom guten Peter. Und der Peter hat den ganzen Zoo am 19.12. eingesendet, also das ist der aktuelle Stand. Hat allerdings am 2.1. nochmal ein Update eingereicht. Das heißt, ich werde natürlich die neuere Version bewerten von dem Zoo. Aber genau so könnt ihr das auch machen, Leute. Ihr könnt auch jetzt eine Version einschicken, wenn ihr in der Zeit dann noch weiterbaut und ich ihn noch nicht besucht habe. Könnt ihr auch gerne noch mein Update nachreichen. Ich werde dann immer nachschauen, ob ihr mir noch eine weitere E-Mail gesendet habt. Und dann werde ich logischerweise immer die neuere Version nehmen. Und der Peter schreibt auch was dazu und er hat sogar ein Bild von einem Rundgang dazu gesendet. Das ist sehr, sehr praktisch. Ist halt ein Bild von oben mit so einer Linie, wo ich lang gehen soll. Ist allerdings von der alten Version. Ich hoffe, bei der neuen ist nicht zu viel dazu gekommen, dass ich mich gleich verlaufen werde. Aber ich versuche das auf jeden Fall zu berücksichtigen. Und er schreibt noch dazu: Lieber Dandy, ich finde das Format, in dem du die verschiedenen Zoos deiner Community vorstellst, wunderbar. Deswegen wollte ich dir auch mal meinen noch etwas kleinen Zoo-Tierpark vorstellen. Er befindet sich im bergischen Österreich in der Nähe von Zürich und ich habe versucht, ihn möglichst realistisch zu bauen. Derzeit befinden sich gut 20 Tierarten im Zoo, ein Restaurant und eine leider noch unvollständige Seilbahn. Ich hoffe doch, dir gefällt mein Zoo, auch wenn er vermutlich etwas laggen dürfte. Ich hoffe dies aber nicht wahrlich, da ich doch gerne deine Meinung für den Tierpark hätte. Im Anhang befindet sich noch eine Karte vom Zoo mit einem eingezeichneten Rundgang, mit dem man alle Tiere und Gebäude entdeckt. Größtes Highlight ist das Vivarium im Restaurant und du kannst auch einmal die Mitarbeiterabteile erkunden, da sie auch dekoriert sind. Viel Spaß dann, liebe Grüße, Peter. Und in der zweiten E-Mail hat er dann noch dazu geschrieben, dass er das nochmal alles ein bisschen umgebaut hat. Und dass er die Workshop-Objekte, die er benutzt hat und nicht selber gebaut hat, nochmal im Backstage-Bereich platziert hat, damit ich nochmal gucken kann, was halt nicht von ihm stammt. Finde ich eine sehr coole Idee. Und dann schreibt er noch: Viel Spaß mit meinem Zoo der österreichischen Provinz. Liebe Grüße, Peter. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Peter. Und wir springen jetzt in deinen österreichischen Zoo. Und da sind wir schon. Und der Peter hat das perfekt vorbereitet hier. Er hat nämlich mich in einem Gebäude eingesperrt und einen Mitarbeiter hier platziert auf einem Weg, der nicht weg kann. Das ist sehr, sehr praktisch. Kann ich direkt... Oh, sogar schon umbenannt. Vielen, vielen Dank. Das ist perfekt. Ich habe aber eigentlich ganz gute FPS, muss ich sagen. Fast 30. Normalerweise erkunde ich ja meistens so mit 20 oder so. Aber ich bin mir mittlerweile auch fast sicher, dass es an... Muss ich lang? Wahrscheinlich in diese Richtung. Dass es an Planet Zoo an sich liegt und nicht an den Grafikeinstellungen oder so. Weil ich habe schon ein bisschen daran rumgespielt und das ändert... Tatsächlich rein gar nichts. Ja, ich hoffe, da kommt noch mal irgendwann ein Performance-Update oder so. Weil ich kann mir nicht erklären, woher das sonst kommt. Weil ich kann also auf niedrig einstellen und die FPS werden halt nicht besser. Gut, in deinem Zug geht das jetzt noch echt mega klar. Ich habe wirklich 30 FPS, das ist voll in Ordnung. Sieht ja cool aus hier. So Scheinwerfer, wa? Das wäre tatsächlich so ein Objekt. Sowas würde ich, glaube ich, niemals selber bauen. Da würde ich einfach im Workshop gucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es aus einem Workshop kommt. Mega anstrengend, 100 Teile für sowas. Ich glaube, da würde ich einfach nach... Also das wäre so ein perfektes Objekt, was man sich aus dem Workshop holen kann, meiner Meinung nach. Na, vielleicht hast du es ja auch im Workshop. Werden wir nachher sehen. Wo sind wir denn hier? Sind wir hier auf einem Parkplatz? Ich glaube schon, oder? Auf der Karte. Ja, wir sind tatsächlich auf einem Parkplatz. Das ist ja eine coole Idee. Du hast auch so eine Straße und sowas. Ich sehe das gerade auf der Karte. Die habe ich auf dem zweiten Bildschirm offen. Wegen dem Rundgang. Das ist ja richtig cool. Also du hast hier so einen Parkplatz... Und hier ist dann nochmal so ein kleines Gebäude. Das sieht auch sehr schön aus, das Gebäude. Richtig cooler Stil. Toll gebaut, die Details, ne? Also richtig nice gemacht. Aber wir wollen uns natürlich wieder nicht zu viel Zeit lassen, weil ich sehe schon auf dem Screenshot, wir haben sehr, sehr viel zu erkunden. Aber es ist echt ein cooler Gebäudestil. Und auch hier mit den Felsen so, guter Übergang. Und ist eine coole Idee, mal so einen Parkplatz einzubauen. Und hier geht es dann halt auf die Straße. Das gucken wir uns gleich auch noch von oben an. Ich glaube, von oben ist das nochmal ein bisschen... beeindruckend da, weil so sieht man das halt nicht ganz so gut. Aber das ist schon krass, ne? Wie baut man das denn? Ach so, lol. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, wie man diese weißen Streifen hinkriegt. Das sind einfach Sachen, die im Boden versenkt wurden, solche Wände. Und die gucken halt nur so minimal raus, dass es aussieht, als wäre das einfach nur eine Markierung. Und das darunter ist wahrscheinlich einfach na, einfach irgendwie normales Material. Aber du hast ja auch eine Kurve und sowas gebaut, ne? Holy moly, das war bestimmt richtig anstrengend, weil so abgerundet zu bauen ist, glaube ich, echt schwierig. Aber guck mal, sehr viel Liebe zum Detail. Also sehr schön gestaltet hier mit Felsen, Pflanzen, Bänken. Richtig cool gemacht. Aber hier, dass du es auch so abgerundet hast, ist echt nice.
frage mich ja, inwieweit hier Wege unten drunter sind. Oder ob hier überhaupt welche sind. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das nur Deko ist. Sollte man eigentlich mal... vielleicht können wir das nachher noch herausfinden. Aber hast du echt toll gemacht. Ist eine richtig coole Idee, das hier mal so zu haben. Sogar mit Straßenlaternen und alles. Auf der anderen Seite ist auch alles dekoriert. Cool, hier hast du sogar die... Das ist natürlich smart, ne? Hier hast du einfach diese Gehegebarrieren als Deko genommen. Quasi. Das macht es ja auch so ein bisschen einfacher, wenn man um eine Kurve baut, weil man die halt abrunden kann, die Dinger. Ja, richtig cool gemacht. Coole Idee. Wir gehen natürlich wieder über den Zebrastreifen, der hier nicht vorhanden ist. Vielleicht da hinten. Wir gehen auf die andere Seite wieder, Leute. Also, wir sind jetzt hier im Zoo Zürich. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Nachbau ist, ne? Von dem Zoo, der wirklich bei dir, ja, steht wahrscheinlich. Kam zumindest für mich so rüber. Ein ganz toller Gebäudestyle. Den sieht man da schon durch die Lücke. Sehr, sehr gut. Oh, hier ist schon das erste Gehege, bevor man überhaupt in den Zoo kommt. Das ist aber Premium. Stellt euch mal vor, ihr könnt schon Tiere besichtigen, ohne überhaupt in den Zoo zu gehen. Nicht füttern. Auch ganz tolle Barriere hast du hier gebaut. Gefällt mir gut. Hier haben wir schon die erste Sicht auf ein... Was sind denn das? Schwarzbären? Taiwanischer Schwarzbär, okay. Sieht auch cool aus, das Gehege. Schöne Höhenunterschiede, Felsen, Bepflanzung. Also richtig gut gemacht. Nicht schlecht, auch so Klettermöglichkeiten. Dann da hinten dieses wunderschöne Haus, wo sie dann auch so reingehen können. Und wahrscheinlich sind das hier die Mitarbeitereinrichtungen, ne? Bin ich ja großer Fan von. Das hatten wir auch in dem Zoo of Carthage, hieß er, glaube ich. Da war es ja auch ganz oft so, dass man Mitarbeitergebäude hatte und direkt dann diese Unterschlüpfe dran. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Hier ist sogar Qualm und Schornsteine. Sehr gut gemacht. Ich finde auch das Geländer hier cool. Das ist so ein Auffanggeländer, falls man hier rüberfällt, wisst ihr? Das haben wir, glaube ich, schon mal in einem Zoo gesehen. Ich glaube, im Jumanji-Zoo haben wir das mal gesehen. Mit so einem Netz. Auch sehr cool. So. Auch das sieht sehr cool aus. Richtig nice. Das ist halt so eine Donation-Box. Die hat man einfach eingebaut, damit die nicht so öde aussieht. Coole Idee. So, wir gehen weiter. Was haben wir hier? Lol. Das ist ja auch interessant hier. Das ist eine eigene Tafel gebaut. Die Bildschirme sind einfach verbaut. Hier ist ein Bildschirm und hier ist der zweite Bildschirm. Das heißt, du hast zweimal den Bildschirm hier eingebaut. Hier oben mit dem Bild und hier mit dem Text sozusagen. Und wie hast du das hier gemacht? Das ist ja echt interessant. Was für Ideen ihr kommt, ne? Das ist wirklich krass. Finde ich cool. Sehr beeindruckend. Hier kann man schon das nächste Tier sehen. Das heißt, ich brauche nicht mal Eintritt bezahlen und kann deinen halben Zoo besichtigen, oder was? Das ist ja geil. Oder ist es das gleiche Gehege? Ne, ist wahrscheinlich das gleiche Gehege noch. Sieht zumindest so aus. Also ein sehr, sehr großes Gehege hier für die Schwarzbären. Dafür werden sie sich freuen. Aber auch toll gestaltet. Also wirklich richtig schöne Bepflanzung hier. Sieht wirklich toll aus. Habe ich gar nichts zu bemängeln. Ist wirklich 1A gebaut. Richtig nice. Jetzt auch so ein Bus. Guck mal, das ist auch so ein Objekt. Das habe ich, glaube ich, auch sogar schon mal im Workshop gesehen. Das wäre tatsächlich auch so ein Objekt, das würde ich niemals selber bauen. Oh mein Gott, das ist so viel Arbeit, Leute. So ein perfektes Objekt, was man sich aus dem Workshop holen kann. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der aus dem Workshop ist. Aber werden wir nachher ja sehen. Und was ist das denn? Okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Zürich Zoo. Zoo and Conservation Park. Sehr, sehr schönes Schild. Also sieht richtig nice aus. Du hast auch viel mit Beleuchtung und so gearbeitet. Guckt euch das mal an für so ein kleines Objekt. 465 Teile. Alles klar. Da, ich habe den ersten Punkt, den ich bemängeln kann, gefunden. Hier flackert was. Ist aber halb so wild. Ne, sieht wirklich mega nice aus. Richtig cool. Da geht's gleich rein. Aber was ist das? TF. Niemand Kegelspielbeschäftigung. Soll Menschen wahrscheinlich darstellen, ne? Habe ich aber noch nie gesehen. Ist das mit dem Arktik-Update wahrscheinlich dazu gekommen? Weil da sind sogar Bushaltestellen. Hauptsache, ich bin hier schon ewig unterwegs und wir sind nicht mal im Zoo. Ist aber echt cool mit den Straßen und diesen ganzen Details. Ist auch sogar so eine Tafel und sowas gemacht. Oh mein Gott. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es aus einem Workshop ist. Kann aber auch selbst gebaut sein, wer weiß. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch hier diese ganzen Markierungen und so, da hast du dir echt viel Mühe gegeben.
Wir gucken uns das später nochmal von oben ein bisschen genauer an, Leute. Gehen jetzt mal in den Zoo rein. Hier vorne ist nämlich der Eingang. Und lol. Der kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Wartet mal. Also er ist anders geschmückt und gestaltet. Aber ich glaube, die Grundform hier mit diesem Ding hier. Und hier links jetzt gleich. Ja. Haben wir das nicht schon mal so gesehen in einem Zoo? Das war auch erst letztens, oder nicht? Also das kommt mir so bekannt hier vor. Ich glaube, das Grundgebäude ist aus einem Workshop. Aber es ist selber gestaltet, weil gestaltet sieht es halt komplett anders aus. Sieht auch sehr gut aus, aber ja, kann auch sein, dass ich mich irre. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Hast aber schön gemacht. Hier so ein paar Tische. Sehr schön dekoriert alles. Auch hier im Vorgarten richtig viel schöne Deko. Hier links sind Infostände. Das ist dann wahrscheinlich sowas wie eine Kasse soll das wahrscheinlich darstellen dann, ne? Wo man sich dann ein Ticket kaufen kann. So kenne ich das zumindest auch aus Zoos oder Parks oder so, dass man sich erst die Tickets holt und dann geht man halt durch diese Dinger hier durch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, oder? Hatten wir das nicht echt letztens erst, diese Grundform vom Eingang? Es sieht komplett anders dekoriert aus, aber ich glaube, diese Grundform hatten wir schon mal. Haben wir denn noch hier? Hier stehen auf jeden Fall Fahrräder noch. Irgendein Laden oder sowas. Gehen wir mal rein. Guck mal, hier ist so ein richtig großer Laden. Ich glaube, das ist ein Ausgang. Kann das sein? Ja, das müsste der Ausgang sein. Da gehen wir später lang, Leute. Es macht sogar Sinn, was er da gebaut hat. Ich habe es sogar gerade verstanden. Sogar eine Uhr. Funktioniert die? Geht sogar. Cool. So, Leute, wir gehen rein. Wir haben lang genug uns jetzt hier draußen aufgehalten und gehen jetzt rein. Sehen die Dinger immer so aus? Ich glaube schon, ne? Ne, sind auch selbst gebaut. Schon gefragt. Junge, Junge, Junge. Ihr baut aber auch Details, Leute. Das ist echt krass, was ihr alles macht. Erstmal so Bollerwagen für die Kinder. Ist ja eine coole Idee. Das ist wirklich cool. Kann man halt mitnehmen, dann kann man seine Kinder hier wahrscheinlich reinsetzen und die durch den Zoo ziehen. Finde ich cool, dass man die sich so leihen kann. Ja, Staff only. Da gehen wir natürlich rein. Hast du auch geschrieben, dass wir es dürfen, weil du auch da dekoriert hast. Ja, hier sind Fahrräder, so ein paar Materialien für die Tiere. Wie cool. Und dann geht es hier in die Gebäude rein. Da sehr viel Liebe zum Detail, also das sieht man. Ich weiß gar nicht, hattest du dazu geschrieben, wie viel Zeit du investiert hast in den Zoo? Das ist ja auch immer interessant zu wissen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Springbrunnen. Ach, ich liebe plätscherndes Wasser. Ich finde auch so einen Springbrunnen, der gehört einfach in den Eingangsbereich. Und jetzt geht's hier in dein Zoo. Jetzt sind wir da. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass wir uns an den Rundgang halten. Also wir sollen uns erstmal rechts halten. Wir gehen aber erstmal hier geradeaus gucken. Das ist nämlich so das erste Gehege, was man sieht. Auch hier wieder ein sehr schöner Zaun, muss ich sagen. Der sieht wirklich wunderbar aus. Dann wieder hier diese Donation-Boxes und auch hier diese Schilder wieder. Finde ich sehr cool, wie du das gestaltet hast. Und hier hat man dann einen wundervollen Blick auf das Flamingo-Gehege. Richtig cool gestaltet. Das ist auch mega länglich. Guck mal, da hinten sind auch noch Flamingos. Sieht aber echt toll aus. Wir werden uns später hier noch ganz viel von oben angucken, denke ich. Weil hier sind so viele Details, das werden wir sonst alles übersehen, glaube ich. Aber hier sind sogar solche schöne Schirme noch für die Flamingos. Können sie sogar hier hinkommen und schlafen direkt. Dann kann man sie direkt hier vorne sehen. Gehen einfach mal rein. Ich kenne ja nichts. So. Schauen uns das Gehege einfach mal an. Ja, hast du echt cool gemacht. Für so einen Eingangsbereich ist so ein Flamingo-Gehege, glaube ich, auch eine sehr nice Sache. Da war doch gerade einer. Hä? Oh, lol. Ja, sorry, Leute, wenn es hier gerade so ein bisschen leckt ab und zu. Da kann ich leider nichts dafür. Ah, sind tolle Tiere. Hast du echt schön gestaltet. Richtig viel Liebe zum Detail. Wir gehen jetzt aber den Rundgang weiter. Wir schauen uns das später nochmal ein bisschen genauer an. So, ich darf mich jetzt nicht verlaufen, Leute. Also. Okay, wir müssen. Also, wir kommen jetzt, damit wir uns jetzt nicht. Also, damit wir nicht verwirrt sind. Wir kommen jetzt hier aus dem Eingang. Oh, hier sind sogar Schilder. Mandrill Island, Tapir Beach, Lion Cave, Peacock Forest, Wolfsden. Oh mein Gott. Ich glaube, dein Zoo ist riesig.
Stellt euch auf eine lange und gute Folge ein. Genau, okay, ich habe mich nicht verlaufen. Wir gehen jetzt erstmal in das Insektenhaus hier vorne. Okay, da gehen wir jetzt rein. Hier werden wir jetzt erstmal uns ein paar Vivarien angucken. Also du hast es mit so viel Liebe zum Detail gestaltet. Allein schon, wie du die Wände hier gestaltet hast. Sieht wirklich toll aus. Dann hier so eine Lupe. Fuck. Ist aber cool eingebaut. Okay, hier haben wir den Riesenläufer, den brasilianischen. Frage ist nur, wo steckt er? Ich habe euch ja schon häufiger gesagt, dass ich diese Vivarientiere nicht ganz so spannend finde. Auf jeden Fall schöne Musik hier. So, als nächstes haben wir... Das war diese Schabe, ne? Kann das sein? Australische Großschabe. Ich weiß nicht, ob ihr die Tiere unbedingt sehen wollt, die Vivarientiere. Ich meine, ihr kennt sie ja mittlerweile, denke ich. Dann brauche ich da nicht immer stundenlang suchen. So sieht die aus, ist jetzt halt mega unspannend. Ich finde solche Vivarientiere halt wirklich nicht so krass. Dann haben wir den nächsten Käfer. Riesenbockkäfer. Gucken, ob wir den auf die Schnelle sehen. Ja, da ist er. Hier. Die machen halt auch nichts. Die sitzen da nur rum. So. Okay, das ist schon ein spannenderes Tier. Das ist jetzt ein Skorpion. Ein haariger Wüstenskorpion. Okay. Sehen wir den? Ja, da vorne ist er. Ja. Würdet ihr euch trauen, den auf die Hand zu nehmen? Also ich glaube, ich würde mich das nicht trauen. Genau wie bei so Vogelspinnen oder so. Ihr würdet euch bestimmt trauen, ich kenne euch. Oder ihr hattet sogar wahrscheinlich schon. So, als nächstes geht es dann hier rechts weiter. Auch hier sehr viel Liebe zum Detail. Du hast jeden Bordstein überdeckt, also man sieht hier nichts am Rand und sowas. Finde ich immer sehr, sehr schön. Es ist aber viel Arbeit. Aber hast du wirklich gut gemacht. Und dann geht's hier lang. Ich hoffe halt wirklich, dass die Karte noch einigermaßen aktuell ist, weil die halt von deiner ersten E-Mail ist. Hier haben wir ein Schildkrötengehege. Auch richtig cool gestaltet. Diesen ganzen Baumstämme und so, das gefällt mir sehr gut. Ganz toller Stil. Und auch, dass man hier so über diese kleine Glasscheibe so rüber gucken kann. Da können auch die Kinder gucken, ne? Egal wie groß sie sind. Durch das Glas können sie alle durchgucken. Hast du wirklich super gemacht. Commentary Times Tuesday 13:45. Okay, dann kommt hier wahrscheinlich einer aus dem Zoo und berichtet so ein bisschen über die Schildkröte hier. Welche ist es denn? Galapagos oder die andere? Galapagos, okay. Da chillt's, ja. Schildkröten sind auch tolle Tiere, mag ich sehr gerne. Sind zwar auch nicht die spannendsten, so wenn man die im Zoo besichtigt, aber die coolsten und spannendsten Tiere gibt es ja im Planet Zoo noch gar nicht. Unter anderem das Erdmännchen, der Otter, Pinguine. Alles so Tiere, die ich mir noch wünsche für Planet Zoo, die es aber nicht gibt. Sehr, sehr schade. Vielleicht kann ich ja mal ein Video darüber machen, welche Tiere ich mir am meisten für Planet Zoo wünschen würde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das wünscht. Ein Video. Ich meine, ich habe sie ja gerade schon teilweise verraten. So, haben wir hier. Das ist wirklich cool gemacht, ne? Also, ganz, ganz tolle Gegend. Cool gestaltet. Staff Only. Ist auch nice gemacht. Gehen wir mal rein. Also diese Liebe zum Detail, ne? Sogar in so Mitarbeitereinrichtungen. Ach, das ist so eine Transportbox für Tiere, ne? Cool. Auch so ein Objekt, was man sich gut aus dem Workshop holen kann, tatsächlich. So. Fahrradständer. Du hast hier sogar nochmal so richtig gute Wege und sowas gebaut, wo die dann langlaufen können im Rundgang. Richtig cool. Also ist sehr durchdacht, der Zoo. Ist das jetzt wirklich ein Original-Nachbau aus dem Zoo aus Zürich? Würde mich mal interessieren, ob du das versucht hast, so gut wie es geht nachzubauen. Okay, ich war hier, glaube ich, schon relativ richtig. Was von oben aber auch echt schwer zu erkennen, Leute. Ich bin aber richtig. Jetzt, also hier sind wir vorhin reingegangen in das Ding hier. Und jetzt geht's hier in diesen in diese runde Aussichtsplattform. Auch sehr cool gemacht. So mit diesem Copy-Style da gemacht. Das habe ich auch schon öfter gemacht. Das Geländer hier sieht cool aus. War bestimmt viel Arbeit, das so rund hinzubekommen. Sind sie auf jeden Fall beim nächsten Gehege. Das ist ein Affengehege. Mandrills müssten das sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Mandrills. Was ist das denn hier? Am Rand. Ach, das ist einfach so ein Material. Was ist denn das? Wie aufwendig das ist, ne? Weil du das alles abgerundet hast.
Das ist echt viel Arbeit, sowas. Also nicht schlecht. Sieht aber cool aus. Auch hier wieder ein sehr, sehr schönes Gehege für die Affen gebaut. Guck mal, da kommt sogar einer gerade zu uns. Gucken, was er macht. Ja, der snackt da jetzt ein bisschen, oder was? Ja, der isst ein bisschen was. Hier hat man eine sehr schöne Aussicht von hier oben, ne? Auch hier mit Wasser, Steine, Büsche. Ja, richtig gut gemacht. Ist jetzt schon einer der Top-Zoos hier, die eingesendet wurden. Kann ich jetzt schon mal verraten. Diese Liebe zum Detail, ne? Ich weiß zwar nicht, was dieses Schild mir sagen soll, aber sieht schön aus. Ist eine sehr schöne Deko. Auch hier der Zaun. Guck mal hier die Abgrenzung an, wie cool die aussieht. Sieht alles so natürlich aus, ne? Aber wenn man überlegt, dass all das hier einzeln platziert wurde. Huiuiui, viel, viel Arbeit, Minion, viel, viel Arbeit. So, hier sind nochmal so ein paar Dekotafeln. Was auch immer die mir sagen sollen. Wir versuchen mal die Nachricht zu entschlüsseln. Nicht runterfallen und nichts fallen lassen, sonst rollt runter ins Wasser. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Hier haben wir nochmal so eine Plattform, nochmal so ein Mandrill-Schild. Das sieht voll böse aus, wie der guckt. Hier haben wir dann nochmal eine wundervolle Aussicht. Da sieht man dann auch nochmal, dass die da hochklettern können. Auch cool gemacht hier mit dem Baum und sowas und mit den ganzen Baumstämmen. Das ist ja auch komplett durchgezogen. Bin ich ja großer Fan von, ne? Von so natürlichen Gehegebarrieren, wie du es hier mit dem Wasser und so gemacht hast. Sehr, 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 sehr großer Fan bin ich davon. Mega nice. Wie du das auch hier geregelt hast immer. Das sieht echt cool aus mit den Wegen. Alles hier schön bepflanzt und so. Richtig cool. So, wir dürfen uns nicht verlaufen. Wir müssen uns eigentlich immer rechts halten, Leute. Ich hoffe, wir übersehen nicht so viel. Da noch ein Spielplatz. Mal kurz gucken. Aber das könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas aus dem Workshop kommt. Kann aber auch, wie gesagt, selbst gebaut sein. Ich weiß es nicht. Werden wir später wahrscheinlich alles erfahren. Ist aber nice, sogar hier mit der Erde und so. Hier ein Sandkasten. Oh. Ich habe früher auch gerne im Sandkasten gespielt. So, weiter geht's. So, wir müssen uns rechts halten, wie gesagt. Oh, hier sind noch mehr Schilder. Schnee macht Balken und dadurch großer Schnee. Nee, keine Ahnung, was das heißen soll. So, wir halten uns, wie gesagt, weiter rechts. Gehen jetzt über die erste Brücke. Sieht auch sehr cool aus, vom Stil her. Alles beleuchtet und so. Wir müssen unbedingt nachher bei Nacht noch gucken. Hier haben wir nochmal eine wundervolle Sicht auf das Mandrill-Gehege. Boah, jetzt habe ich einen Leck gehabt. Und hier ist auch nochmal ein Gewässer. Richtig schön hier gestaltet alles. Hier vorne ist auch ein Wasserfall. Da bin ich ja mal gespannt, wie der Wasserfall aussieht. Bin ich denn jetzt hier? Oh mein Gott. Ich hoffe echt, ich habe mich nicht verlaufen. Hier haben wir auf jeden Fall die nächsten Tiere. Okapi und... Frag mich nicht. Tragalfuss. Okay. Wo sind sie denn? Hä? Oh, hier bist du noch nicht fertig. Hier ist Rohbau. Ja, aber die Tiere nicht. Wo seid ihr? Hallo? Das ist aber das Gehege. Hier sind auch Spielsachen und so drin für die. Auch wieder sehr cool gemacht hier mit dem Blick auf das Gehege. Okay, hier ist ein bisschen schwer reinzugucken ins Gehege, aber ich weiß auch nicht, ob das man von hier überhaupt noch gucken soll. Ich sehe aber keine Tiere da drin, wenn ich ehrlich bin. Hier wieder sehr schön gestaltet alles. Und das nächste Tier. Oh Leute, ich verlaufe mich. Ich will da mal eben reingehen ins Gehege. Schau mal, ob hier noch Tiere leben oder ob die schon alle escaped sind oder so. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier echt keine Tiere. Aber ist wieder sehr schön gestaltet alles, definitiv. Ah, die chillen gerade alle drin. Beziehungsweise, was heißt alle? Ein Tier. Wo sind die anderen? Das sind Okapi. Hm. Aber hast du wieder cool geregelt hier mit dem Unterschlupf und dann hier direkt die Mitarbeitereinrichtung drin. Wie das dann von hier innen aussieht, ist auch halb so wild, wenn das dann so Rohbau ist. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. So, gehen wir wieder raus. Uff, habe ich mich verlaufen? Habe ich mich verlaufen? Ich weiß es nicht, Leute. Wir müssen gleich von oben gucken. Das
dass ich mich nicht verlaufen habe. So, wir müssen hier nochmal zurück. Genau, okay. Ich hätte eigentlich gerade eben, wir sind ja über die Brücke gekommen, ich hätte hier rechts abbiegen müssen. Bald verwirrt wegen den Tieren, weil die nicht zu sehen waren. Wir gehen nämlich jetzt in das Afrika Rainforest House. Sorry, wenn gerade es ab und zu ein bisschen laggt. Die FPS werden gerade ein bisschen schlechter. So, was haben wir denn hier? Tigelsaurus, Drawland, Opening Times. Ich finde das so cool mit diesen Schildern. Wie viel Liebe hier einfach drin steckt in solchen Sachen. Ah, das ist schon toll. Artworks bei Tigelsaurus. Okay. Hier sind nochmal so ein paar Infostände oder was? Ah ne, das ist sowas wie eine Getränkebar oder was soll das hier sein? Weiß es gerade nicht. Soll das hier zumachen? Ja, ich glaube schon. So, wir gehen mal in das Haus da rein, Leute. Let's go. Ich hoffe, das kann man besichtigen. Ja, kann man tatsächlich. Ach, wie cool. Sehr richtig nice, wie das von innen aussieht. Richtig coole Farbgestaltung und auch die Geräusche. Ich fühle mich richtig wie in so einem Rainforest-Haus. Da haben wir Schnecken. Auch voll die langweiligen Tiere für ein Zoo, muss man einfach sagen. Naja, so ist das halt, ne? Was haben wir hier noch? Irgendein Goliath-Käfer oder so, glaube ich. Ja, Goliath-Käfer. Ja. Keine Ahnung, wo der steckt. Da ist er. Der sieht sogar echt cool aus. Ja, aber wie gesagt, Käfer und sowas ultra unspannend, muss man einfach sagen. So, hier haben wir Mandrills. Ach, das ist jetzt das... Ah, ich verstehe. Das ist der Innenbereich von den Mandrill-Gehege, was wir vorhin gesehen haben. Wie cool. Also hier kann man die dann nochmal sich genauer angucken. Boah, wieder Mega-Lag. Sorry dafür. So, was haben wir hier? Hier haben wir den Goliath-Frosch. Der ist ja auch riesig, haben wir schon beim letzten Mal gesehen. Ob wir den jetzt auf die Schnelle finden hier. Oder ob der sich versteckt. Wo ist er? Lieber Goliath-Frosch, wo steckst du? Da sehen wir ihn. Okay, perfekt. Das ist aber auch ein Oschi, ne? Wer würde den auf die Hand nehmen? Ich nicht. Finde ich jetzt nicht so nice, muss ich sagen. Aber sieht mega cool aus hier drin. Oh, ich mag Affen voll gerne. Habt ihr das mitbekommen mit diesem Affenhaus, was an Silvester abgebrannt ist? Mega übel, oder? Also das fand ich ganz, ganz traurig. Die alle verbrannt sind wegen irgendwelchen Idioten, die da Silvesterfeuerwerk reinschmeißen. Die können sogar nach da oben und so. Voll interessant. Richtig cool gebaut hier. Also das Innenleben von diesem ganzen Gebäude gefällt mir richtig gut, auch von der Optik her, von den Farben her. Ist auch nicht eckig oder so. Das ist echt mit viel Liebe zum Detail hier gemacht. Auch hier diese ganzen... Ah, das ist schon wirklich sehr, sehr schön. So, hier haben wir noch Waris. Auch ganz tolle Tiere. Da sind sie. Und auch süß. Die würde ich auf die Hand nehmen. Direkt. Auch ein kleines Ingege hier. Oh, Katas sind auch hier. Die hatte ich schon auf dem Arm. Da geht es auch noch nach draußen. Das werden wir bestimmt auch gleich noch sehen. Da geht es nämlich jetzt wieder raus. So, und hier haben wir dann nochmal so einen schönen Platz mit ein bisschen Deko. Und hier ist wahrscheinlich noch einiges geplant. Hier ist halt noch Rohbau. Kannst deinen Zoo natürlich gerne wieder einschicken, wenn du weiter bist. So, hier ist wahrscheinlich jetzt das... Genau, Kata- und Wari-Gehege. Super schön aus hier, ne? Ja, wirklich sehr nice gemacht hier wieder alles. Ja, mega. Also wirklich richtig cool. Hier mit den Treppen und so. Wie viel Mühe hier drin steckt. Ist auch hier alles selber gebaut, die Treppe. Hier kann man dann auch nochmal komplett rumgehen und das Gehege einmal besichtigen. Kriegt man dann auch eine wunderschöne Sicht auf die Tiere. Richtig cool gemacht. Also echt sehr, sehr nice. Ich muss mal hier einen ganz kurzen Schnitt machen. Und da sind wir schon wieder, Leute. Weiter geht's. Ohne große Umstände. Also hier scheint noch einiges geplant zu sein, aber ich liebe wirklich diese Liebe zum Detail. Also du hast so viel hier gebaut. Ich bin gleich mal gespannt, wie das Ganze von oben aussieht. Weil ich finde, aus der Ego-Perspektive übersieht man immer so viele schöne Sachen. Tatsächlich bin ich jetzt komplett verwirrt, wo wir lang müssen. Ich würde sagen, wir müssen irgendwo hier rechts rüber. Also hier waren wir ja gerade schon, weil ich nach den Tieren geguckt habe. Hier hatten wir auch schon geguckt.
Genau. Sind wir hier reingegangen? Ich glaube noch nicht. Ach doch, das hatten wir auch gesehen, aber von hier aus der anderen Perspektive. Okay. So, hier haben wir das Erdferkel. Das haben wir ja vorhin auch schon gesehen auf die Distanz. Auch ein sehr süßes Tier, wie ich finde. Mag ich richtig gerne. Wo steckt es denn? Hallo. Keine Ahnung. Ich finde das so schön, wie du das hier alles gemacht hast. Immer mit diesen verschiedenen Zäunen und so. War richtig cool. Auch wieder so ein Top-Zoo. Ihr seid aber auch gute Baumeister, ne? Ich habe auch schon viel von dem Phänomen gehört. Das habe ich tatsächlich selber auch, glaube ich. Einige Leute sehen dann die Zoos, kriegen Bock auf Planet Zoo und dann bauen sie selber und dann wird es nicht ganz so krass wie bei euch jetzt zum Beispiel. Und dann vergeht einem halt die Lust. Ich kenne das Ganze. Hat Miri mir zum Beispiel auch schon mal gesagt. Lol, wie cool. Oh mein Gott, das ist ja nice. Die können unter der Brücke durchlaufen und dann auf die andere Seite hier. Und hier chillen die dann. Und haben hier auch nochmal einen Unterschlupf und so. Deswegen habe ich die auch gerade nicht gesehen auf der Seite. Okay, das ist awesome. Oben kann man auch nochmal rein. Ne, aber ich glaube, das haben echt viele so. Weil ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden du hier rein investiert hast. Also, sieht halt wirklich nach so viel Arbeit aus. Das ist wirklich krass. Richtig coole Idee, dass die hier unten durchlaufen können. Unter der Brücke. Finde ich mega nice. Sieht doch schon wieder so schön aus, dieses Gehege. Oh, die spielen. Oder kuscheln oder so. Oh. Okay. Hier geht es dann auch nochmal oben rein. Guck mal, wie schön das hier auch schon wieder aussieht. Und jetzt haben wir hier den nächsten Aussichts... oder die nächste Aussichtsplattform und nochmal so ein Vivarium mit einem wahrscheinlich Pfeilgefrosch. Ja, schrecklicher Pfeilgefrosch. Bei bunten Fröschen gehe ich immer davon aus, dass das Pfeilgefrösche sind. Ah, wer würde den auf die Hand nehmen? Ich nicht. Ich glaube, das wäre auch nicht so gut. Okay, dann können wir hier nochmal auf die Erdferkel gucken. Auch eine richtig gute Aussicht so, ne? Ich fühle mich auch so ein bisschen sneaky, wenn ich hier oben stehe. Das finde ich ganz cool. Man fühlt sich halt so, als wenn die Tiere sich nicht gestört fühlen, so von einem. Weil das so schön versteckt hier oben ist. Nicht sehr gut gemacht. Was haben wir hier noch? Und wie heißt das denn? Ach, das sind Tapire, ne? Ja, Tapire mit dem Marilyn Monroe Flag. Wie süß die Babys immer aussehen, so gestreift. Oh, ist das ein schönes Gehege. Mit einem Wasserfall. Wirklich wundervoll, diese Gestaltung, ne? So gut aus. Auch so ein Riesengehege. Oh mein Gott. Die haben ja richtig Platz. Da hinten sind sie. Reck dich mal. Ja, jetzt können wir sie gleich sehen. Da sind sie. Nur die chillen da hinten ein bisschen ihr Leben. Aber auch hier wieder richtig schön gemacht. Wir werden leider gar nicht alle Details hier sehen können in deinem Zoo. Dafür sind viel zu viele vorhanden. Laufe ich noch richtig? Uff. Ich glaube nicht. Tut mir leid, wenn ich mich verlaufen habe. Ist das nicht die Brücke, wo wir herkommen? Die soll ich aber nicht zurückgehen. Schau mal ganz kurz von oben, Leute. Sonst verlaufe ich mich hier mega. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Also, das ist hier der Parkplatz. Ui, sieht cool aus, ne? Jetzt sieht man auch die Straßen mal. Und hier sieht man, dass sie ein bisschen schmaler, breiter werden. Aber ich glaube, das ist auch echt schwierig, dass vernünftig zu bauen, dass das richtig rund ist. Sieht aber trotzdem sehr, sehr cool aus. Echt cool gemacht. Da der Bus. Das mit der Straße finde ich mega die coole Idee. Ist auch das erste Mal, dass wir sowas sehen. Richtig nice. Gefällt mir. So, und dann sind wir hier vorne reingegangen. Und dann waren wir hier in diesem Insektenhaus. Hier ist das Flamingo-Gehege. Auch eine sehr coole Gehegeform. Wenn man mal so schaut. Richtig cool gemacht. Dann sind wir hier rechts gegangen. Guck mal, diese Gebäude, wie schön die einfach aussehen. Ah, ist das toll. Hier waren wir. Okay, hier waren die Äffchen. Die Mandrills waren hier, ne? Ja. Die Mandrills. Dann war hier dieses coole Haus von innen. Guckt euch das mal an, wie das von oben aussieht, das Dach und so. Auch cool aus, ne? Nice, dass gemacht ist. Hier können dann die Mandrills rein.
Ach, das ist wirklich toll gemacht, ja, alles. Hier ist dann auch nochmal so eine Tür. Da können die auch rein und raus. Ja, wirklich cool gestaltet. So, hier sind dann nochmal die Varis und die Katas. Die waren wir auch gerade. Die haben auch voll die großen Gehege, alle die Tiere. Also, da warst du sehr großzügig, muss man sagen. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen was geplant, das sieht man. Sieht aber schon sehr vielversprechend aus hier, ne? Also die Wegeplanung und so ist hier schon vorhanden. Und die Gebäudeplanung und sowas. Oh, das sieht schon cool aus. Ich freue mich schon wieder auf eine Neueinsendung von einem Zoo. So, ich schau mal eben. Von oben ist es halt echt schwer zu identifizieren. Vor allem hast du halt schon hier weitergebaut. Deswegen weiß ich nicht. Ah doch, jetzt sehe ich, wo wir hätten lang gehen müssen. Also, wir waren vorhin. Das hatten wir hier gesehen, ne? Was war das? Ja, das waren die hier. Waren wir hier links drin? Ja, hier waren wir auch. Okay. Hier waren wir auch drin. Okay, wir haben noch einiges zu erkunden, Leute. Sieht auch so schön aus hier, ne? Mit den Booten, den Gewässern und der Bepflanzung. Ach, herrlich. Das Dach sieht auch sehr interessant aus. Wo bin ich denn jetzt hier? Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Okay. Machen wir eben hier das hier und dann gehen wir mal wieder in die Sicht. Ticket Cam. Oh nein, wo bin ich denn jetzt? Bin ich im Gehege. Jetzt bin ich im Gehege bei den kleinen Schweinchen. Da gehöre ich hin. So, jetzt sind wir oben. So, hier waren wir vorhin. Wir gehen jetzt weiter hier rüber. Hier rüber sind wir vorhin nicht gegangen, ne? Ne, ich glaube nicht. Ach, hier sind wir runtergegangen. Das war diese coole Brücke, wo die durchlaufen konnten. Wir hätten hier nur weitergehen müssen, Leute. Ah, du hast das alles so schön gemacht hier. Die ganzen Begrenzungen und so, das gefällt mir so gut. So, jetzt sind wir nämlich hier am Rand. An dem roten Rand gehen wir nämlich jetzt entlang. Hier gehen wir nochmal gucken, was wir hier haben. Haben wir sogar nochmal eine Aussichtsplattform auf Pumba. Ein paar Warzenschweinchen. Was ist denn für ein Geräusch? Hm. Die chillen auf jeden Fall auch da hinten. Coole Tiere. Ich hätte sogar Angst, dass die da rüber springen, obwohl das ist relativ hoch. Ich glaube, die können sogar relativ hoch springen, Warzenschweine. Ich bin mir nicht sicher. Hier geht es dann auch nochmal rüber. Aber wir sind, glaube ich, noch nicht so weit. Ne, wir müssen nochmal... Wir gehen gleich hier lang, Leute. Versprochen. Wir gehen nämlich jetzt erstmal hier zurück. Gehen noch weiter am Rand entlang, bevor ich hier was verpasse. Hier links vorbei. Also allein schon auch das hier. Finde ich sehr interessant mit der Wegegestaltung. Mal Warzenschweine. Sehr schönes Gebäude. Oh, das ist genau mein Ding, Tiere zu befreien. Das war wahrscheinlich auch das Geräusch. Da freust du dich, Pumba, ne? Oh, da heißt sogar Pumba. Ja, lol. Hast du gesehen? Da. Pumba befreit. Wie cool. Ja, jetzt fehlen nur die Erdmännchen, Leute. So, ja, auch wieder wunderschön hier gestaltet. Die ganzen Gebäude, das ganze Gehege und so. Auch mit schönen Höhenunterschieden, viele Felsen, Bepflanzung. Brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Hast du überall sehr, sehr gut gemacht. Hier wieder ausgeschildert. Bacterian Camel. Klingt ja... Haben die Bakterien oder was? Lol. Können die hier nicht raus? Ach nee, okay. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte gerade, das wäre die Gehegebegrenzung, aber dahinter ist nochmal sowas. So, jetzt chillen auf jeden Fall so ein paar Trampeltierchen. So heißen die doch, ne? Ja. Trampeltiere. Sind Trampeltiere kleiner als normale Kamele? Weil ich habe immer so das Gefühl, dass richtige Kamele noch ein bisschen... Ja, breiter und größer sind. Habe ich immer so ein bisschen das Gefühl zumindest. Oh, die entspannen sich da auch so ein bisschen. Es wirkt aber alles sehr Tiger-mäßig hier, ne, in deinem Zoo. Er ist ja wahrscheinlich auch so Zürich, ne? Der Hintergrund lässt er auch schon darauf schließen. So, wir gehen einmal hier rein. Hier ist nämlich nochmal eine wunderschöne Ausguck mit Musik. Auf die Trampeltiere. Jetzt sieht man nämlich nochmal die Begrenzung hier. Auch sehr cool gemacht. Du hast halt wirklich immer so richtig coole Begrenzungen hier gebaut bei den Gehegen. Ich habe noch kein Gehege gesehen, wo du einfach stumpf Zäune gebaut hast. Wirklich
jede Gehegebegrenzung selbst gebaut. Finde ich mega toll. Richtig cool. So, ja, hier ist dann wahrscheinlich noch einiges geplant. Wir gehen auch nochmal hier kurz reingucken. Ah, hier kommt man zu den Trampeltieren im Bereich. Guten Tag. Ja, gehen wir mal weiter. Jetzt gehen wir über die Brücke, wo wir vorhin waren. Müssen wir wieder zurück. Ich glaube, ich bin noch einigermaßen auf dem richtigen Weg, Leute. Okay, was auch immer dieses Haus mir sagen soll. Warzenschweine gefüttert. Nehmen wir nochmal so ein bisschen Deko. Mylene Zoo Bridge bei Mike Sheets. Ah, cool. Okay. Mike Sheets ist ja auch ein YouTuber. Und die hast du wohl aus einem Workshop. Finde ich cool, dass du die hier verewigt hast, die Leute. Das war wahrscheinlich auch gerade bei den Bildern der Fall. Hier geht es über eine wunderschöne Brücke rüber. Die haben wir ja vorhin schon von außen gesehen. Was sind das für Tiere da hinten? Das ist die Ach, das sind die Trampeltiere noch. Ah, okay. Hier hinten ist einfach das Gehege von den Trampeltieren so durch dieses große Gewässer begrenzt. Jetzt sind wir hier auf der Brücke. Sieht auch wunderschön hier aus, ne? Wenn man hier runter guckt. Dann da hinten sind sogar noch Tiere zu sehen. Haben wir zumindest gerade hier gesehen noch. Ich glaube, das waren... Waren das die Tapire hier? Ja, da schwimmt es. Ah, richtig cool gemacht hier, wirklich. So... Jetzt darf ich mich wieder nicht verlaufen. Eigentlich müssen wir nur geradeaus, Leute. Eigentlich nur hier wieder zurück. Left only. Das checken wir ab. Okay, das checken wir doch nicht ab. Das sieht noch... Why? Doch, das ist voll dekoriert hier. Du hast dir mega viel Mühe gegeben. Hier ist ja alles dekoriert. Finde ich krass. Also wenn man wirklich schon die Mitarbeitereinrichtung so mega gestaltet, das finde ich mega krass. So viel Arbeit. Schaukeln ist auch cool, das habe ich auch früher gern gemacht. So, wir gehen mal den Weg hier weiter. Dann sollten wir eigentlich uns nicht verlaufen können. Wo ist denn jetzt hier bei dieser Abkreuzung hier? Uff, ich werde mich verlaufen, zu 100%. Was haben wir denn hier für ein Tier? Ach, guck mal, hier sind Bisons. Wie cool. Auch hier hinten wieder ein sehr schönes Haus. Sind wir jetzt hier wieder bei den Flamingos, kann das sein? Ja, wir sind wieder bei den Flamingos. Okay, wir sind jetzt wieder ungefähr am Eingang, das ist gut. Das heißt, wir werden uns jetzt immer schön rechts halten, dann sollten wir uns eigentlich nicht verirren können. Wobei, bei diesen ganzen Wegen bin ich mir da unsicher. Uff. War ich nicht gerade hier? Nee. Oder? Nee. Das ist einfach riesig, das Gehege. Ah, das geht hier sogar über eine Brücke und so noch rüber. Was sind das hier für Dinger? Ein Gabelbock. Gabelbock und Bison. Gabelbock waren, glaube ich, auch die, die nordamerikanisch sind, ne? Oh, sieht so aus. Das sind auf jeden Fall beides nordamerikanische Tiere. Flamingos. Das ist immer noch das Dingsgehege hier. Die sind auch alle so riesig, diese Gehege, die du gebaut hast. Das ist echt krass. Sehr schönes Gebäude auch hier wieder. Wundervoll. So, jetzt geht's wieder hier rund mit Verlaufen. Wir halten uns rechts, Leute, weiter. Wir gehen jetzt zum Grizzly Mountain und zum Wolfsden. Das ist der Plan. So, Peacock Forest. Okay. Auch richtig schön hier aus, ne? Ach, hier geht's dann rein. Ah, lol. Okay. Das ist hier ein begehbares Gehege sozusagen. Und wir gehen mal rein, Leute. Richtig cool. Hier gibt es nämlich jetzt Pfauen zu sehen. Die kann man ja auch teilweise im botanischen Garten und so sehen. Die laufen da ja auch einfach mal frei rum. Wer es kennt, kann es ja mal in die Kommentare schreiben.
Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch so ist, aber früher war es zumindest so. So kenne ich das zumindest. Aber wunderschöne Tiere, ne? Ich habe sie noch nie bei Planet Zoo gesehen, als sie ihr Gefieder aufgemacht haben. Finde ich mega traurig. Ich weiß aber auch gar nicht, wann die das machen, wenn ich ehrlich bin. Weil die haben richtig schönes Gefieder, die Männchen. Und die können das halt so ausklappen. Hier, so sieht das dann aus. So wie auf dem Bild. Schade, dass wir es nicht zu Gesicht bekommen. Das wäre jetzt wirklich toll. Ich habe aber schon Screenshots davon gesehen. Also man kann hier einmal sehr gut durchlaufen. Auch hier wieder wundervoll gestaltet. Und hier geht es dann wieder raus. Ich finde auch die Idee mit den Seilen cool. Das haben wir ja schon mal gesehen. Dass man da einfach durch kann. Ich finde es cool, dass das die Tiere blockt. Aber ja, halt die Leute, die können ja sowieso durch alles durchlaufen. Aber wir gehen wieder zurück, Leute. Weil ich habe da, glaube ich, noch... Wo bin ich denn jetzt? Ey, ich habe mich so verlaufen, Leute. Ja, wir gucken gleich einfach von oben. Wir gehen jetzt einfach random hier durch. Ich habe mich sowieso verlaufen. Ich meine, diese Karte hilft mir schon so ein bisschen, die ich habe. Aber noch besser ist, wenn ihr den Rundgang ausschildert. Hier gucken wir jetzt nochmal auf das Bisongehege. Ey, wie gut du das auch gemacht hast, diese ganze Aussicht auf die Gehege, ne? Man kann wirklich von jeder Seite aus auf die Gehege schauen. Und jedes Mal mit so anderen Ideen, ne? Hier ist jetzt sogar zum Beispiel so ein Restaurant oder sowas, wo man sich hier oben auch hinsetzen kann und essen kann. Und dann kann man dabei nochmal die Bisons und sowas beobachten. Finde ich mega cool. Hier kann man auch reingehen, tatsächlich. Schön, dass hier aussieht auch drin. Boah, wie cool, dass hier auch eingebaut ist, das Vivarium. Mega nice. Hier haben wir auch eine Schlange. Was ist das für eine? Ist das eine Texas? Ich glaube, das ist eine Klapperschlange, ne? Ja, Texas Klapperschlange. Oh, sie bewegt sich sogar. Die sind richtig giftig, glaube ich, ne? Da frage ich mal lieber nicht, wer die auf die Hand nehmen würde. Aber bei giftigen Tieren ist es ja so eine Sache. Denn hier sind ganz viele Infotafeln über nordamerikanische Tiere. Finde ich mega cool, die Idee. Cool gemacht. Und hier soll es dann später mal mit einer Seilbahn weitergehen oder mit so einer Hängebahn. Ist auf jeden Fall auch geplant. Freue ich mich schon drauf, wenn du das nochmal einsendest, den Zoo. Ah, der ist wirklich wundervoll. So, was sind das hier für ein Gehege? Keine Ahnung, Leute. Ist das hier überhaupt ein Gehege? Ich glaube nicht. Aber sieht schön aus hier. Okay, Peacock Forest. Da sind wir gerade durchgelaufen. Das heißt, wir gehen mal hier wieder zurück. Versuchen uns möglichst recht zu halten. Waren wir schon in diesem Gebäude hier drin? Ich glaube auch nicht. Da gehen wir auch mal eben rein. Auch ein wundervolles Restaurant. Oh ja, hier gibt es ganz viel Essen und so. Und auch noch mal ein Vivarium. Mit einem... Ist das ein Albino? Grüner Leguan Albino. Oh mein Gott, wie cool. Also so sieht der Original aus. Und dann haben wir noch ein Albino. Ist natürlich in der Natur nicht so praktisch. Ne? Deswegen überleben, glaube ich, Albinos auch nicht so oft. Oder nicht so lange, wenn sie in der freien Wildbahn leben, weil, naja, er ist halt voll getarnt und er fällt halt mega auf, ne? Also ich glaube, für ihn ist Jagen um einiges schwieriger. Hat er denn einen besonderen Namen? Kann man den anklicken? Grüner Leguan. Man kann doch irgendwie die Tiere sehen, ne? Da, okay. Schade, vielleicht hast du ihn ja benannt, dachte ich. Aber nicht. Ja, mega cool. Dun, dun, dun. Auch so richtige Anstellreihen und so hast du hier gebaut. Richtig cool. Ja, sehr schön dekoriert hier drin. Weiter geht's. Leguane sind übrigens sehr coole Tiere. Mag ich sehr gerne. So, hier wären wir vorhin rausgekommen. Hier ist auch nochmal ein Eingang in das Restaurant. Hier zu unserer Rechten, das ist wahrscheinlich noch das Pfauengehege, ne? Gehe ich mal von aus. Keine Ahnung. Aber wie schön das hier alles aussieht, diese ganzen Ränder. Ja, das ist das Pfauengehege. Hier zu unserer Linken. Da haben wir einfach so ein bisschen Deko. Hier ist schon wieder so ein Stuff-Only-Ding. Guck mal, selbst hier hast du alles dekoriert. Echt so unglaublich, ne? Das ist echt krass, dass du hier wirklich so viel Arbeit noch reinsteckst in diese Bereiche. Hammer. Ah, ich glaube, das ist dieser Backstage-Bereich, wo die Workshop-Objekte stehen. Schauen wir uns auch gleich noch an. Wir gehen wieder zurück.
Ich finde es immer ein bisschen schade, dass ich mich so verlaufe. Das ist halt für euch auch nicht so angenehm zum Zuschauen. Aber mache ich halt nicht absichtlich. Kann ich halt auch nichts für. Ah, guck mal, hier sind Wölfe drin. Ihr habt mir übrigens auch in die Kommentare geschrieben, dass es Timberwölfe heißen, die nur auf Englisch. Also es gibt, glaube ich, nur diese Wölfe und die Polarwölfe hier in Blende zu. Kann gut sein, dass ich mich da geirrt habe. Aber danke für den Hinweis auf jeden Fall. Auch sehr schön gemacht hier mit den Höhenunterschieden und so. Auch wieder eine wundervolle Ausguckplattform hier auf das Wolfsgehege. Genau, das ist jetzt der normale Wolf. Feeding Times Monday, 11.15 Uhr. Du hast halt so riesige Gehege. Dadurch können sich die Tiere auch echt gut zurückziehen und verstecken. Aber da du immer von jeder Seite auf das Gehege schauen kannst, ist das auch gar nicht schlimm. Also ich finde es mega nice. Also richtig cool. Man fühlt sich echt wohl, wenn man die Tiere so beobachtet. Ich fühle mich halt selber so, als wenn ich die Tiere nicht störe. Das finde ich immer ganz geil so. Wenn man das Feeling hat. Dass man nur so der, ja, der Beobachter ist, der Heimliche. Weil ich finde es immer doof, wenn die Tiere sich so bedrängt fühlen von den Leuten und gestresst werden. Das Gefühl habe ich in deinem Zoo gar nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Der hat auch so eine gute Aussicht von überall, ne? Richtig krass. Ah, guck mal, jetzt geht's hier sogar nochmal rein in den Wolfsden. Richtig schöner Eingang hier. Toll gemacht. Ist nochmal ein Vivarium mit einer Gila Krustenechse. Wo auch immer die sich wieder versteckt. Da ist er. Oh, Tundrafelsen. Hast du den hier reinplatziert? Ne, ich habe den nur angeklickt. Außerdem ist es aber eine Gila Krustenechse, bin ich mir ziemlich sicher. Wollen wir gar nicht groß anklicken. So, und hier kann man dann wunderbar die Wölfe nochmal von innen beobachten. Die haben auch gerade gespielt. Wie sie schlafen. Ja, ganz toll gemacht. Sowas mag ich ja sowieso sehr, sehr gerne. So Untergrundbeobachtungsstationen. Hier können die Mitarbeiter anscheinend nochmal durchgehen. Ja, das finde ich auch gar nicht schlimm, wenn dann Besucher oder Mitarbeiter mal irgendwo durchlaufen können. Macht gar nichts. Finde ich gar nicht schlimm. Ist dann halt so. So, gut, wir waren da hinten jetzt. Ich glaube, jetzt müssen wir nur noch zurück zum Ausgang. Aber ein paar Sachen sehen wir sogar noch auf dem Ausgang. Oder auf dem Weg zum Ausgang. Ich glaube, hier lang? Guck mal, allein schon die Liebe zum Detail an so einer Wand. Das ist echt heftig. Das ist wirklich, wirklich krass. Uff. Hier lang? Können wir nochmal die Wölfe dann sehen, die sie... Jetzt zeigen sie sich sogar so mal ein bisschen. Vielleicht kommt er ja sogar mal spielen hier. In der leckeren Keule. Ah ne, darauf warten wir jetzt nicht. Die Besichtigung dauert schon, glaube ich, sehr, sehr lange. Hier ist auf jeden Fall auch noch bestimmt irgendwas geplant. Im Restaurant war ich schon. Ich kann auch gleich den Rest von oben eigentlich fast erkunden. Wenn ich mich jetzt verlaufen sollte. Ne, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, Leute. Genau, jetzt sind wir wieder beim Ausgang. Ich glaube aber, wir haben was übersehen. Genau, nach draußen geht man nämlich, wie auch in vielen Parks und Zoos, nochmal durch den Souvenirshop. Den haben wir ja gerade schon gesehen. Und der ist auch wirklich wundervoll. Hier gibt es ganz viele Souvenire zu kaufen. Coole Idee, dass du ja sogar so Fußbälle und sowas hingemacht hast. Ich kaufe mir auch erstmal im Zoo einen riesen Fußball. Und auch hier diese Dinger hier. Finde ich mega coole Idee. Ja, richtig nice. Also sieht richtig cool aus, der Souvenirshop. Gibt es auch nochmal Toiletten. Sind die dann hier wirklich Toiletten? Ja, tatsächlich. Okay, sehr gut. Genau, dann kann man hier nochmal was mitnehmen und kaufen, wenn man aus dem Zoo geht. Dann hier bezahlt man wahrscheinlich oder sowas. Und dann geht's nach draußen. Goodbye. Tudin. Schon sind wir draußen. Richtig cool, der Zoo. Also wirklich. Wir gucken jetzt nochmal von oben, was ich übersehen habe. Und ob ich irgendwas übersehen habe. Und wir gucken gleich noch bei Nacht. Da muss ich eben dran denken. Auch die Dächer richtig cool hier mit so einem Glasdach und so. Sind wir vorhin hier lang gegangen alles? Ja, ich glaube schon. Gerade in dieser Ecke habe ich Angst, dass ich was übersehen habe, wenn ich ehrlich bin. Gucken mal nach Tieren. Wenn ich irgendwelche Tierarten übersehen habe, dann erkenne ich das, glaube ich, am leichtesten. Ne, die Faunen habe ich gesehen. Ne, wir gucken nicht so in der Sicht. Dann erkennt man gar nichts. Was ist denn hier außen? Waren wir hier? Ne, hier waren wir zum Beispiel nicht. Oh mein Gott. Okay, seht ihr, Leute. Ich habe schon was übersehen. Ganz außen sind hier, ist hier nämlich mal ein wunderschönes Gehege. Mit den neuen Rentieren, oder? Ja, tatsächlich. Marika. Da springt es.
Ja, auch cool. Auch sehr, sehr cool. Habe ich leider übersehen gerade bei dem Rundgang, weil wir hier wieder umgedreht sind. Wir hätten noch ein Stück weitergehen müssen beim Wolfsden. Hier ist dann der Wolfsden. Das ist alles hier Wolfsgehege. Also die Gehege sind wirklich immer sehr groß. Das ist alles hier Faungehege. Und jetzt schaut mal hier. Das hier ist alles das Bisongehege da und von diesen Springböcken oder was das war. Das hier sind die Flamingos. Und hier hinten hatten wir auch einige Gehege. Genau, das waren hier die Kamele, also die Trampeltiere. Hier war nichts in dem Bereich, das war nur Deko. Hier waren, glaube ich, die Tapire drin, also in diesem großen Gehege. Das war hier vorne. Ja, hier waren die Warzenschweine, okay. Also ich glaube, wir haben doch alles gesehen. Hier müssten noch irgendwo die Erdferkelchen sein. Genau, die Erdferkelchen waren hier. Und die konnten irgendwo auch rübergehen, ne? Ich glaube hier, zu dieser Seite, oder? Ah ne, zu dieser Seite konnten die rübergehen, okay. Also das hier ist das Erdferkelgehege. Finde ich ja mega cool, die Idee, dass die hier so unter der Brücke durch können. Was hatten wir hier? Was waren denn hier für Tierchen? Ach, das war das Gehege, wo kaum noch Tiere drin waren, ne? Die, wie heißen die denn nochmal? Diese bunten Halbzebra-Dinger. Genau, die hier. Okapi. Genau, so hießen die. Okapis und irgendwelche anderen sollten da drin sein, die waren aber leider nicht mehr vorhanden. Das hier müsste Kata und Wari sein. Genau, hier hinten sehen wir schon die roten Waris. Und dann haben wir hier Mandrill. Auch mega cool gemacht hier mit diesem Häuschen, mit dem Affenhaus, ne? Was hatten wir hier? Irgendwas übersehen? Nee, hier ist alles gut. Hier sind dann nochmal die Bisons, die hatten wir gerade schon. Hier hatten wir nochmal die Schildkröten. Und hier sind dann wieder die Flamingos. Also ich glaube, wir haben wirklich nichts übersehen, Leute. Sieht gut aus. Und ich muss wirklich sagen, dein Zoo, Zoo Zürich war es, glaube ich, ne? Genau, Zürich Zoo, der war wirklich richtig, richtig cool, lieber Peter. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandet. Und Peter, falls du ihn weitergebaut hast, schick ihn mir gerne nochmal ein. Ich würde mich geehrt fühlen, ihn nochmal zu besichtigen. Achso, bevor wir es jetzt vergessen. Lululul, ich will hier direkt das Video beenden, oder was? Wir wollten natürlich noch bei Nacht mal eben gucken. Hast du wirklich gut beleuchtet? Also man sieht hier wirklich überall noch so ein paar Lichter und so, das ist ganz cool. Ah, jetzt sehen wir auch diese Scheinwerfer-Dinger. Im Parkplatz, die sehen auch nice aus. Ja, ich glaube, hier geht noch ein bisschen mehr, was Beleuchtung angeht. Aber ist schon relativ gut. Also wenn man mal so von oben guckt, das ist schon ziemlich cool gemacht. So, dann schauen wir nochmal eben. Was wollte ich denn noch schauen? Ich wollte noch die Workshop-Elemente gucken, genau. Die stehen nämlich hier vorne. Genau, da haben wir den Bus, die Scheinwerfer sogar auch, den ich gesagt habe. Und noch so ein paar andere Dinger. Das Ding habe ich hier zum Beispiel gar nicht gesehen. Ah, diese Box auch. Diese ganzen Schilder und so. Ja, das macht natürlich auch Sinn, ne? Also das sind hier die Sachen, die du aus dem Workshop hast. Oh, den Eingangsbereich nicht. Da kannst du aber gerne mal reinschreiben, ob der Eingangsbereich jetzt wirklich selbst gebaut ist oder nicht, weil der kommt mir so ein bisschen bekannt vor, muss ich sagen. Kann aber auch gut sein, dass ich mich irre. Aber Leute, ja, ich habe es ja schon gesagt, schreibt in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandet. Falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.